letztes Jahr nun in der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat uns auf die erste Seite, auf die Titelseite gepackt. Nicht nach Aussage der Bild, weil wir so hübsch sind, sondern tatsächlich, weil das Thema Habeck ja relativ ja, für viel Furore sorgt und so weiter. Naja, jetzt total krass, ne? Kriegen wir schlechte Bewertungen, teilweise werden die Bewertungen von Google schon direkt gelöscht, weil da wohl irgendwelche Kommentare drin sind, keine Ahnung was. Ich habe schon gehört, dass irgendwie auf Facebook und auf diesen ganzen Seiten, wo man diesen Artikel lesen kann, dass da irgendwelche Hass-Kommentare und so weiter oder keine Ahnung was gegen uns sind. Und ich muss mal ganz ehrlich jetzt, ohne Scheiß, ne, wirklich dazu nochmal ein Statement lassen. Also, wir haben gesagt, wir wollen nicht weiter Habeck heißen oder Habex, Kaffee Habeck, wie auch immer, weil wir einfach das, was hier auf der Insel los ist mit dem LNG-Terminal und so weiter und dass die Leute oder dass die Regierung, eine grüne Regierung, wir reden über eine grüne Regierung, die hier in einem Naturschutzgebiet ein LNG-Terminal errichten möchte, für uns vollkommen unvollständig und absolut nicht nachvollziehbar. Und wir möchten in keinster Weise mit einem Menschen in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden. Und sei es nur ein Kaffeename, der halt eben das mit unterstützt und das mit nach vorne bringt. Und das ist eine Meinung, zu der wir stehen. Und wir werden jetzt tatsächlich auch schon in den Google-Rezensionen als Nazis beschimpft. Also Leute, ganz ehrlich, entschuldigt bitte, aber wenn ich Nazi bin, weil ich möchte, dass meine Natur hier erhalten wird und weil ich möchte, dass meine Kinder auch in 10 Jahren, in 15 Jahren oder wenn die in 50 Jahren nochmal auf die Insel kommen oder hier immer noch leben, vernünftig leben können, ohne dass hier irgendwie das ganze Wasser verseucht ist und ich werde dann als Nazi beschimpft und beleidigt und beschrieben, dann sage ich euch, habe ich damit kein Problem. In diesem Sinne, euch.